Im heutigen Clash Royale-Video gibt es Tag 2 des neuen Clash Royale-Updates. Im heutigen Video habe ich für euch zwei neue Karten mitgebracht. Ihr wusstet es, drei neue Karten kommen in Clash Royale. Die erste Karte, den Goblin Curse, habe ich euch gestern schon gezeigt. Checkt das Video auf jeden Fall gerne aus. Und heute zeige ich euch zwei neue Karten und ich kann euch sagen, eine von denen wird komplett broken sein. Wie gut die neuen Karten sind und in welchen Decks sie vielleicht gespielt werden, das siehst du im heutigen Clash Royale-Video. Gerne den Kanal kostenlos abonnieren und auch sehr, sehr gerne an. Create a good mod im Shop decken. Und ich sage, wir springen sofort rein in eins der größten Clash Royale-Updates aller Zeiten. Karte Nummer 1, die ich euch zeigen kann im neuen Clash Royale-Update, beziehungsweise Karte Nummer 2. Ihr habt ja gestern schon Karte Nummer 1 gesehen, ist der Kobold-Vernichter, Kobold-Zerstörer, wie ihr noch immer nennen wollt. Er ist ein bisschen interessant. Er ist ähnlich wie ein Bomber, macht etwas weniger Damage, one-shot keine Kobolde. Aber gleichzeitig, wenn er 50% seines Lebens erreicht, das heißt die Hälfte von seinem Leben hat, wird er zu einem Mauerbrecher, greift nur Türme an und läuft durch. Aber gleichzeitig, im Gegensatz zu dem Mauerbrecher, wie es daher ist, wird er oder ist er in der Lage, selbst wenn er nicht an den Turm connected, Splash-Damage zu machen. Das heißt, dieser Explosion-Damage ist ähnlich wie bei den Evil-Wallbreakers immer gültig, egal wo er stirbt. Das heißt, es ist ein sehr interessantes Konzept, kostet gleichzeitig 4 Elixier, ist auch natürlich selten, wie ihr es hier sehen könnt, von der Seltenheit her. Das sind so ein bisschen die Stats, wenn es euch interessiert. Anstimmungsgeschwindigkeit natürlich sehr schnell, Reichweite 5, Ziele mainly oder nur Boot. Das heißt, er greift keine Luft an und ich bin gespannt, wie die Karte jetzt in der Arena gegen Bigsman aussehen wird. So Leute, hier sind wir auch direkt im ersten Game mit der neuen Karte gegen Bigsman. Ich kann euch sagen, ich bin persönlich nicht der größte Freund vom Goblin Zerstörer bzw. Kobold Zerstörer. Ich persönlich finde ihn nicht so ultra stark. Er ist okay in manchen Situationen. Ich würde sagen, er ist eine okaye Karte, aber verglichen zu den anderen Karten, die auch danach noch kommen, wie ihr am Ende des Videos sehen werdet, die zweite Karte, die Goblin Machine, ist diese Karte deutlich, deutlich schlechter. Ich würde sagen, es ist ein Mix. Es ist einfach ein Mix zwischen G-Skelly, Wallbreaker und natürlich dem Bomber. Und ich bin wirklich gespannt, wie es funktioniert. Das heißt, eigentlich sozusagen, meine Meinung nach, so ein bisschen als Tank setzen. Der Damage, den er macht, ist actually relativ nice in vielen Situationen. Das heißt, wenn er einmal Charge, wenn er 50% HP hat, ist auf jeden Fall worth it, weil er auch wirklich da extrem viel Splash. Wie ihr jetzt sehen könnt, der Knockback ist nice und wie ihr es hier auch sehen könnt, zum Beispiel der Ritter kriegt ganz schön viel Schaden, was man auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. So, ich bin jetzt in meine Skates mal rein. Hier holzen wir. Bringe ich auf jeden Fall ein Holz rein. Knock nehmen wir kurz zurück und dann sieht es doch mal gar nicht so schlecht aus. Ich würde sagen, als nächstes, was ist der nächste Play? Vielleicht mal so ein Mönch nach hinten, einfach so zum Cyclen. Und dann haben wir jetzt hier auch den Kobold-Vernichter auf jeden Fall hier am Start. Und bin gespannt, was er dagegen macht. Er ist relativ gut gegen Spells. Das Ding ist halt, was ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass die 50% Leben, die er hat, also er stirbt selbstständig. Das ist nicht so, dass er dann die 50% Dings, also er läuft sozusagen aus diese 50% Leben, ähnlich wie bei zum Beispiel einem Gebäude. Ne? Also wenn ein Gebäude kann, das fehlt ja auch automatisch Leben, so ist es hier auch. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel ihn hinten cycelt, Gegner bringt einen Poison, bis er dann an den gegnerischen Turm gecharged ist, ist es immer so, dass er da dann eigentlich schon tot ist, weil er über die Zeit, über die Dauer, wo er dann erstmal über die Brücke kommt und dann gegnerischen Turm kommt, schon so viel Leben vor. Das heißt, hinten cyclen macht die Karte nicht so viel Sinn, beziehungsweise ist okay, aber gleichzeitig ist natürlich dann Poison wirklich sehr, sehr krass effektiv gegen ihn. So, die killen sich jetzt gegenseitig, die Kollegen. Kriegen jetzt hier auf jeden Fall die Bombe. What the fuck, die war am Turm? Was? Okay, das ist extrem balanced. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. So. Ich bringe jetzt hier mein Dings rein. Okay, er bringt das jetzt so. Jetzt kriegen wir hier einen guten Knockback. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. So, jetzt bringt er hier Dings rein. Das Ding ist, der connected jetzt und kriegt extrem viel. Natürlich der Knockback, Bro. Dieser Knockback ist schon geisteskrank, wenn man drüber nachdenkt. Also dieser Knockback, den sollte man nicht unterschätzen. Der ist mainly wirklich extrem, extrem stark in vielen Situationen. So, ich bringe jetzt hier meinen nächsten Dings rein. Er macht das jetzt so. Okay, jetzt bringe ich hier sein Evo-Sap rein. Mal schauen. Okay, wir kriegen jetzt hier natürlich ganz guten Splash-Shift. Natürlich der Splash-Damage etwas schlechter als zum Beispiel vom Bomber. Er one-shot keine Kobold, aber generell trotzdem relativ nice, wie wir jetzt hier sehen können. Boom! Schalakalaka. Und jetzt seht ihr auch ganz gut, wenn ich das hier holze, dass er selbstständig Leben verliert. Das ist auf jeden Fall hier wichtig zu erwähnen. Das heißt, jetzt seht ihr hier die Skellies, killen ihn hier nochmal extra mit. Das sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Wir können jetzt hier eigentlich, wenn wir wollen, den RG an die Brücke spielen, aber wir chillen erstmal und können jetzt hier sehen, was wir hier wirklich für eine unfassbar gute defensive Arbeit machen. So, ich bringe jetzt hier meine Build-Team mal rein. Das Ding ist, jetzt wirft er natürlich die zurück, ähnlich wie beim Bomber. Das ist der Monk natürlich sehr, sehr effektiv und macht hier einen relativ guten Job. Jetzt kommt er natürlich gleich hier Dings rein, der defensiv natürlich unfassbar viel Value bekommt, aber bumm, bumm. Extrem viel Bum-Bum. Jetzt bringe ich hier direkt mal meinen Kobold-Vernichter rein. Jetzt bin ich gespannt, was er macht. So, Kobold-Vernichter an die Bridge, jetzt bin ich gespannt. So, der wird jetzt hier auf jeden Fall das killen. Bam. Und jetzt wird er hoffentlich durchlaufen. Beziehungsweise er wird so laufen, dass auf jeden Fall die Nightwitch stirbt. Und das nimmt man auf jeden Fall auch mit. Also wirklich sehr, sehr interessantes Konzept von der Karte. Ich dachte am Anfang, dass sie extrem beschissen ist. Jetzt bin ich eher so im Mittelfeld. Also ich denke, es ist eine solide Karte. Nicht so stark wie zum Beispiel der Goblin Curse oder gleich die Gold Machine, die ihr sehen werdet. Aber eine unfassbar solide Karte. So, Skellies rein, jetzt kommt hier sein Dings rein. Mal schauen, ich bringe ja meinen nächsten Kobold-Vernichter. Und wir machen hier wirklich einen sehr, sehr guten Job. Der Kobold-Vernichter wird ja gleich wieder reinchargen wahrscheinlich. Okay.
Mal schauen. Okay, gehen jetzt einfach mal rein mit RG, denke ich. Bam, boah, Bruder, was? Der war wieder am Turm? Das ist wirklich geisteskrank. Jetzt pusht da mein Royal Giant ein bisschen, was natürlich auch ganz nice ist. Jetzt gibt's hier die Bombe. Bam. Also die Range muss man wirklich, die Range sollte man nicht mal schätzen, Kurt, finde ich. Also man hat gesehen, wie oft sie irgendwie die Bombe ohne Gurt am Turm war. Geisteskrank. So Leute, nächstes Game hier versus Big Spin. Ich bin sehr, sehr gespannt, was Big Spin jetzt hier gegen Morten Royal höchstpersönlich kocht. So, mal schauen. Ich würde sagen, bring jetzt mal direkt einen Giant vielleicht rein. Ist das vielleicht der Play? Mal schauen. Oder nicht. Oder doch? Oder nicht. Oder doch? Oder nicht. Mal schauen. Bro, what the fuck passiert hier? Irgendwie sieht das jetzt ein bisschen komisch aus alles. Digga, warum ist die Nightmare jetzt noch? Okay, das heißt, wenn ich sie jetzt loslassen würde, wäre sie da? Ne, wäre sie nicht. Okay, interessant. Also Supercell hat ja auf jeden Fall ein bisschen gekocht mit den Changes, auch die UI-Changes, wenn man so sagen will. Okay, ich bring jetzt mal einen Koboldvernichter rein. So, er bringt jetzt seinen Baby den Koboldvernichter, macht jetzt hier einen relativ guten Job. Natürlich ähnlich wie der Bomber, aber kostet natürlich auch 2 Elixier mehr. Also wie gesagt, könnt ihr gerne auf jeden Fall eure Meinung reinschreiben. Danach gucken wir uns natürlich die Godmaschine und ich kann euch sagen, die Godmaschine, also werden wir uns alle einig sein, dass sie komplett broken ist. So, die Bombe macht die Digga. Also, die Bombe ist wirklich nicht zu unterschätzen. Geisteskranker Death Damage, gefühlt 50% vom Baby Drain gebumst, einfach so. Ja, nimmt man mit, ne? Und dazu noch der Knockback, der wirklich nicht so unterschätzt. Also ich weiß nicht, Supercell hat irgendwie das Gefühl, auch mit der letzten Karte, die wir gesehen haben, mit dem Goblin Curse, der basically irgendwie eine Mutterhexe ist, auf Crack mit Zap gemischt. Und das ist ja, also, keine Ahnung, Bro. Die Karte fühlt sich auch einfach so an wie, ja, wie soll ich sagen, so ein Bomber-Mauerbrecher-Giant-Skeleton-Gedöns. Also so richtig, richtig weird. Das ist so das, wie sich die Karte anfühlt. Könnt ihr gerne mal eure Meinung reinschreiben. Aber das finde ich so, so fühlt sich die Karte an, so vom, keine Ahnung. Also Vater irgendwie, Giant-Skeleton, Mutter-Mauerbrecher und Onkel dann irgendwie der Bomber oder so. Kein Plan. Lehre auf jeden Fall mal rein. Mal schauen, was er jetzt hier macht. So, wir kriegen auf jeden Fall Leer rein. Ich denke, mit der Bombe könnte es auf jeden Fall nicht schlecht ausgehen. Okay, wir kriegen hier ein bisschen Value. Der sollte eigentlich relativ gut sterben hier und nicht am Turm sein diesmal. Sehr, 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 sehr wichtig und sehr, sehr, sehr richtig. So. Was machen wir jetzt hier als nächstes? So, ich bringe jetzt hier direkt mal meinen. Ich würde sagen, ich zeige einmal einen Zap durch, dass wir gleich den Evo-Zap haben. Und dann mal schauen. Jetzt vielleicht hier den Ritter. Den Ritter. Er bringt jetzt hier direkt wieder Kollege Schnürschuh rein. Bring ich mal in den Koboldvernichter. Okay. Leere. Zap. Okay. Sehr, sehr gut. Und die nächsten Ritter rein. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, es wird hier schwierig durchzukommen sein. Ich meine, der kostet halt immer 4 Elixier. Also 4 Elixier finde ich schon geisteskrank teuer. In my opinion. Keine Ahnung. Also natürlich, das Ding ist, in der Defensive ist ja vor allem relativ stark, weil er doch relativ gut ist gegen Spells. Aber mal schauen. Ich bin mal gespannt. Ich bringe jetzt hier mal meinen leeren Zauber rein. So, kriegt jetzt hier immer den Baby-Ding. Jetzt kriegen wir gleich vielleicht die... Digga, er ist aus der Ring. Digga, ich kann das alles nicht mehr. Oh, Mann. Aber jetzt warte mal ganz kurz. Warte mal, jetzt Bam Bam. Aber jetzt kommt auch Bam Bam von ihm und mein Dings wird komplett nach hinten gedrückt. Oh, Mann, Leute. Also es ist wirklich geisteskrank, was hier abgeht. So, ich bringe jetzt hier mal den Kollegen wieder nach hinten. Also er läuft da, Digga, er läuft einfach in so einem Kobaltfass aus, ich wollte gar nicht sagen Zylinders, aber einfach von Dynamite. Also ist so ein bisschen Dynamite für Arme aus Brawl Stars. Okay, ich gehe auf jeden Fall mal Opposite Lane rein. Ich bringe jetzt hier meine Nightwitch relativ Dings. Okay, die sollten sich jetzt relativ gut gegenseitig töten. Das wäre zumindest sehr, sehr erfrischend, wenn das so passieren würde. Ich bringe jetzt hier meinen Ritter rein. Bring jetzt hier den rein. Mal schauen, was er jetzt kocht. Das Ding ist, jetzt geht er halt auf Turm. Aber kriegt nicht den Turm, der Hit. Das ist auf jeden Fall relativ wichtig. In der Situation. Digga, also nerf mal Evo-Walk. What the fuck, nerf Evo-Walk. Ist ja wirklich gottlos, was die mit uns macht. Also Evo-Walk bockt ja absolut gar nicht. Also Bixen spielt ja auch sein übelstes Schwitzer-Deck. Aber das Leben ist kein Wunschkasten. So, jetzt kommt er doch gleich. Das Ding ist natürlich, ich denke, mit Grave könnte echt ganz gut sein, weil er jetzt gleich wieder Counter pusht. Der Olle. Muss ich jetzt hier. Das Ding ist, ich bringe jetzt hier einen Giant rein. Aber das Problem ist halt, jetzt erstens ist er im Turm, macht er relativ guten Damage. Und wenn ich ihn jetzt zappe, wird er instant mal in den Turm laufen, ne? Und kriegt hier wirklich diese 500 Damage. Also es ist wirklich nicht zu unterschätzen. So, guter leeren Block von ihm. Das hat er auf jeden Fall clever gemacht. War aber auch gleichzeitig relativ obvious von uns. Und dann bringe ich jetzt hier die Nightwitch dazu. Bringe jetzt hier den kleinen Prinzen. Kriegen nicht die Explosion an Towers. Das Ding ist, er wird jetzt hier einfach seine Evo-Walk bringen oder seine Walk bringen und dann wissen wir, dass es over ist. Ich kann jetzt hier zappen, aber das Ding ist, selbst wenn ich jetzt hier zappe und 50% kille, kommt halt jetzt immer diese Bombe, die halt einfach ein GG-Scale ist und einfach alles tötet. Also es ist wirklich, ich glaube, in Graveyard können sie vielleicht gut funktionieren. Vielleicht auch in Bridge-Spam-Decks, vielleicht auch in Bridge-Spam-Decks, weil sie natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen ähnlich wie die Mauerbrecher in der Truppe pushen können. Und dann vielleicht eine Truppe ein bisschen wie ein Batram oder so an die Brücke pushen können, keine Ahnung. Aber ich denke, in Bridge-Spam können sie auch gespielt werden.
Das ist mein Hauptguess. Also, ich muss echt sagen, desto länger ich die Karte spiele, desto besser finde ich sie. Am Anfang war ich gar kein Fan davon, aber könnt ihr auch gerne eure Meinung reinschreiben. Und das ist das Gameplay jetzt hier zum Goblin-Zerstörer. Und jetzt kommen wir auch direkt zum, ja, zur Karte, auf die sich alle von euch wahrscheinlich gefreut oder vielleicht nicht gefreut haben, nämlich den, die Goblin-Maschine. So, Leute, jetzt kommen wir zur Karte, auf die ich mich unfassbar freue, euch die zu zeigen, weil sie ist geisteskrank OP. 5 Elixier, legendär, Kobold-Maschine, what the fuck, hat Supercell gekocht. Es ist einfach gefühlt ein Ritter, der ein bisschen teurer ist, ein bisschen mehr Leben hat, aber der hinten einfach eine fucking Rakete hat. Das heißt, an sich die Karte, die Kobold-Maschine, ist eine Karte, die Nahkampf ist, die relativ okayen Damage macht, die relativ viel Leben hat, also relativ tanky ist, jetzt nicht ultra viel Damage macht, aber ein 1v1 zum Beispiel gegen Ritter verliert, weil der Ritter einfach einen schnelleren Attack-Speed hat und beziehungsweise dann auch gegen einen Mini-Packer verliert, aber die Rakete ist der interessante Fact, was so ein bisschen vergleichen ist mit einem Mortar. Jetzt werde ich euch fragen, hey, wie mit einem Mortar, was meinst du? Ist relativ einfach zu erklären. Denn die Rakete, es ist nicht so, dass die Kobold-Maschine immer die Rakete auf alles feuern kann, sondern es muss eine bestimmte Range vorgegeben sein, nämlich 2,5 bis 5. Das heißt, wenn die Truppe irgendwie ganz, ganz nah ist, bist du nicht in der Lage, mit der Kobold-Maschine extrem viel Value zu bekommen. Ähnlich wie beim Mortar, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, einen Mini-Packer drauf spielst, ist der natürlich außerhalb der Mortar-Range, der Mortar greift nicht an und so seht ihr jetzt hier die Rakete, die auf Level 11 rausgebastelt wird und ich muss wirklich sagen, es ist geistkrank. Das heißt, die Kobold-Maschine an sich greift nur Boden an, die Rakete kann natürlich Luft und Boden angreifen, 3,5 Sekunden greift sie an und ich bin wirklich gespannt, was ich bisher gesehen habe, was ich bisher erklärt habe, die Karte ist geistkrank OP und würde ich sagen, wir gehen auch sofort in die Games. So Leute, es ist actually Zeit für die neue Karte in Clash Royale und ich kann euch sagen, what the fuck, Bruder, diese Kobold-Maschine, was ist das denn, Digga? What the fuck? Bro, sie ist geisteskrank. Also wirklich, Real Rap, sie ist geisteskrank hinter Tanks. Und ich könnte euch wirklich drauf freuen. Es ist wirklich okay. So, ich spiele jetzt hier mal meine Leere mal drauf. Zack, zack, zack. Ihr seht jetzt hier auch mit den Bällenchains etwas später. Und jetzt kommt hier die erste Goldmaschine. Und sie wirft natürlich Raketen. So, das heißt, sie wirft jetzt eine Rakete auf meinen Nightwitch. Ich werfe jetzt eine Rakete. Okay, nee. Jetzt ist sie natürlich zu close. Und dadurch kriegen wir halt nicht die Value, die wir wollen. Wenn sie zu close ist, ist natürlich so der Fall. Ist es ähnlich wie beim Mortar. Wenn du halt nah Range rankommst, wenn du nah rankommst, zum Beispiel ein Mini-Packer oder so weiter, dann greift der Mortar den Mini-Packer nicht an, aber geht dann auf den Turm. Und so ist es bei der Karte eigentlich genauso. Aber gleichzeitig hast du halt neben der Rakete, die Long Range macht, noch diese Short Range Truppe, die relativ soliden Schaden macht in vielen Situationen. Aber natürlich auch ein 1v1 gegen so einen Knight, wo Mini-Packer verliert. Aber an sich ein relativ solider Mini-Tank ist, ne, in der Defensive Tank ganz gut Sachen weg und plus gleichzeitig hast du halt noch diese Möglichkeit, diese Rockets aus dem Rucksack zu haben, welche halt normalerweise, oder welche Luftangreifer, obwohl die Karte eigentlich nur Boden angreift. Okay, ich bringe jetzt hier meine Nachthexe rein. Okay, mal schauen, was er jetzt macht. Okay, die Rakete kommt rein, trifft jetzt hier auch meine Nightbridge, was gar nicht mehr so ist. Geht jetzt auf den Turm? Nee, geht auf mein, okay, der Fischer ist zum Glück nicht, oder ist zum Glück nicht auf dem Fischer reingegangen. Ich dachte am Anfang, es wäre eine reine Tankkarte, die du halt spielst, anstatt des Giants, aber dann ist mir aufgefallen, mit der Dings, die hat gar nicht so krass viel Leben, also die hat solides Leben. Da ist mir aufgefallen, dass es eher eine Supportkarte ist. So, ich bringe jetzt hier den Kollegen rein und ihr werdet jetzt sehen, was der Kollege jetzt hier macht. Er wird nämlich jetzt erstmal Dings killen, aber jetzt geht er auf den Turm, oder? Jetzt geht er auf den Turm. Jetzt geht er auf den Turm. Und das ist genau das, was wir sehen wollen. Jetzt gerade greift er gar nichts an, weil der ein bisschen zu nah ist. Das heißt, du möchtest auch wirklich sicher gehen, dass du die Karte nah vor dem Turm verteidigst. Wenn du sie etwas weiter hinten verteidigst, dann greift halt der Turm. Der Turm greift da den, wie sagt man das? Es kracht halt aus allen Löchern. Der Dings greift den Dings an und dann ist die Rocket am Turm und dann macht es extrem viel Schaden. Und dann macht es ab, zap, 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 zap. So. Ich bringe jetzt hier mal den Nightbridge mal rein. Ich bringe jetzt hier meinen Fischmann plus meinen Magier plus jetzt hier meine Koboldmaschine. So. Und jetzt bin ich gespannt auf meine Pfeile. Okay. Okay, was passiert jetzt? Hallo, 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 hallo. Okay, bitte aufpassen, bitte aufpassen. Es kracht hier ein bisschen. Okay, müssen jetzt hier einen Fischer spielen. Okay, das Ding ist allein an die Brücke. Oh nein, bitte nicht auf den Turm gehen, bitte nicht auf den Turm gehen. Digga, den Turm gesplashed, what the fuck? Jojo, most balanced card und so. Okay, jetzt greift er immer den LP, glaube ich, an. Nee, der ist am Turm, was? Yo, balance, balance. Okay, man killt jetzt den LP. Ja, moin, Digga. Ist extrem balanced. Muss ich wirklich sagen, ist eine sehr, sehr balanced Karte. Ich bin gespannt, wie broken sie sein wird. Sie ist unfassbar broken. Aber ja, what the fuck wird hier ab? Also, ich freue mich schon, wenn Leute diese Karte spammen werden. Schreibt auf jeden Fall die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde sagen, machen noch ein zweites Game gegen Big Spin. Aber overall kann ich wirklich sagen, diese Karte, sie ist gottlos OP. Und, Digga, was soll ich dazu sagen? Supercell, bitte macht was. Schnell, 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 schnell. So, nächstes Spiel hier gegen Big Spin. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal die Scannies rein. Und mal schauen, was er jetzt hier
kocht. Wir kochen auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Deck. Wir spielen jetzt Koboldmaschine Spiegel und ich kann euch sagen, dieses Deck, es ist geisteskrank. Es ist Real Rap geisteskrank. So, Koboldmaschine Nummer 1, zack. Ist halt broken. Ist halt eine broken Karte und wenn man eine broken Karte hat, die so unfassbar broken ist, ist es ähnlich wie bei Monk Phoenix damals, bietet sich eigentlich immer an, die Karte mit Spiegel zu spielen. Denke ich zumindest. So, ich bringe jetzt hier mal meine Bats rein, mal schauen, was er jetzt macht. Okay, die Musketieren outrange die Kollegen halt, das ist relativ wichtig zu wissen. Aber mal schauen. So, was passiert jetzt? Okay, jetzt kriegen wir die erste Rocket auf den Turm. Das nehme ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Gleich noch eine zweite vielleicht. Ja, die zweite Rocket ist auch noch am Start. Okay, nehmen wir auf jeden Fall mit. Er kriegt jetzt zwar auch meinen Turm, aber ich glaube, ich kriege seinen Turm auch. Also wirklich geisteskrank. Ich spiele hier die Karte einfach in einem Spiegeldeck wie ein absoluter Urwirt, aber sie ist unfassbar OP. Geisteskrank. So, mal schauen, was er jetzt macht. Auf jeden Fall, was ich interessant finde, ist, dass man den King Tower nicht mehr richtig sehen kann bei ihm. Das ist auf jeden Fall geil. Ich hoffe, Supercell übernimmt das nicht so beim Clash Royale Update, weil dann kracht's fett. Also ich glaube, es ist 4, ja, es ist 4, 4, 2, 6. Also ich kann es gerade so erkennen. So, Kobold, nee, bitte nicht, Digga. Okay, was passiert, wenn ich so spiele? Kriege ich das perfekte Timing hin, dass die, das, oh, what the fuck, mein King Tower wird angegriffen ohne Grund. What the fuck, hallo, hallo, hallo? Okay, bring jetzt den Snowball rein. Okay, mal schauen, was er jetzt macht. So, jetzt würde ich gerne meinen Giant davor klatschen. Okay, Rage. Rage kommt rein. Jetzt hier noch. Okay, jetzt bin ich hier mal Evo-Skadies hier mal rein. Mal schauen, was er jetzt macht. So, wir haben jetzt die Karte, kriegt jetzt eine Rocket auf den Turm. Bam. Okay, leider ist sie jetzt zu nah. Es wäre sogar cooler, wenn sie weiter weg ist, weil dann würde sie ein bisschen mehr Schaden machen. Aber sie macht generell, auch wie ihr sie sehen könnt, relativ okayen Schaden. Also es ist okayer Schaden, ist jetzt nicht ultra viel Schaden. Aber ich denke, man nimmt das auf jeden Fall mit. So, nächste Pumpe. Und jetzt haben wir hier zwei Pumpen am Start. Jetzt würde ich sagen, bringen wir hier mal die Koboldmaschine. Und dann den Spiegel. Koboldmaschine Nummer 1, zack. Koboldmaschine Nummer 2. Okay. Jetzt laufen die beiden Kollegen halt richtig ab. Und jetzt geht's hier los. Jetzt bin ich aber ready to rumble, der Humble. So, LP rein. Nächste Koboldmaschine. Okay, mal schauen, was wir jetzt machen. Jetzt gibt es einfach mal einen Giant an die Brücke. Ich hoffe, dass wir jetzt hier irgendwie mal ein bisschen Damage bekommen. Das wäre auf jeden Fall cool. So, Koboldmaschinen-Spam macht hier auf jeden Fall einen relativ guten Job. Ich bringe jetzt hier auf jeden Fall mein Dings mal rein, mein Rage, ja. Und jetzt gibt's hier die nächste Koboldmaschine. Und wir spammen jetzt wie in Wirt die Koboldmaschine. Koboldmaschine, Koboldmaschine, Koboldmaschine. Wir brauchen mehr Koboldmaschinen. Gib mir die Koboldmaschine, Bro. Gib mir die Koboldmaschine. Wir brauchen den nächsten Rage. Hier nochmal ein Rage drauf. Überall Koboldmaschinen. Einfach nur Koboldmaschinen. Rage-Spam mit Spiegel. Ja. Supercell, ihr habt auf jeden Fall gekocht. Wenn ihr solche weiteren Videos in Zukunft zu den neuen Clash Royale jetzt nicht verpassen wollt, gerne den Kanal kostet abonnieren, checkt auch gerne Big Sins Video aus und natürlich auch gerne an Code Mortal im Shop denken. Und wie gesagt, ich bin raus. Schreibt gerne eure Meinung zu den zwei Karten in die Kommentare. Ich kann euch sagen, diese Karte ist geisteskrank broken. Der Goblin, der Kobold-Zerstörer ist auch relativ solide, aber die Karte ist stop, over.